This is the core. I've worked on it for my entire life. It's beautiful, isn't it? Every ideological civilization in the history of the world has tried to control the human mind. After a few more modifications, I will have succeeded in less than one lifetime. Right now, I can't really control your brain, but I can't play around with it. For example, oh, here we got some friends for you. Oh, nein, mal wieder. But you, yes, and they can't hurt you. Voll geil. Sie sind gar nicht da, man bildet sie sich ein. Aber sie können einen töten. Gut, nehmen wir das nochmal auf. Jetzt ist da hinten was am Leuchten. Gehe ich jetzt einfach mal hin. Kann man... Ah, hier kann man was benutzen. Ach, das war sogar Strom. Komm, sterbt! Ui. So, hier war ja auch noch ein Schalter. Stimmt doch gar nicht. Das bildest du dir auch alles nur ein. Ja, du meinst auch, du kannst hier Gott spielen. Das ist ja unglaublich. Größenwahn. Ob ich nur überlegen, kann ich hier noch irgendwas anderes benutzen? Oder muss ich da direkt jetzt irgendwie... Okay. Noch irgendwas, was wir benutzen können. Das ist bereits benutzt. Da lässt es uns ja wohl kaum ran. Lampen kann man auch nicht zerstören. Schauen wir doch nochmal, ob wir den Weg zurücknehmen können. Oh Mann. Weil was mache ich da unten eigentlich? Ich hätte ja auch einfach mal versuchen können, nach oben zu gehen. Na ja, klar. Komm, lass uns rein, ich will dich direkt töten. Vielleicht muss ich auch nur eine gewisse Zeit überstehen. Vielleicht kommt sie dann auch. Ach so. Wow, okay. ja, das war es jetzt nicht. Ich dachte, vielleicht kann man da durch und dann von unten noch irgendwie was machen. Dem war jetzt aber nicht so. Hat er denn gespeichert? Hat er gespeichert, als man das Ding benutzt hat? Hey, hey, hey! Don't touch that! It's mine! Everything ist mir doch egal, was du willst. Ich muss dich schließlich noch töten hier. What the hell are you doing? Well, even with 50% of the power, the core is still fully functional. I didn't need that shield anyway. Ach. I have a lot of other. Alright, I actually wasn't planning on using the pulse emitters, but you know, no choice. Enjoy. Ja, da kann man sich also schon mal sowas wie Nachschub holen. Just let me recharge for a bit and I'll make sure. Frage ist nur, wie macht man das jetzt kaputt? Ach warte, hier ist doch Holz. Kann ich das kaputt hacken? Ah, yes! Das geht sogar. So, stirb. Keine Zeit für euch. Ich muss Holz hacken gehen. Mein Kamin braucht Feuerholz. So. Ah, nein, 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 nein. Ach, Gott sei Dank. Vielleicht kann ich es doch einfach zerschießen. Ich kann mich auch veräppeln hier. Geh kaputt! This is so... Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Los, fall auseinander. Ja, ja.
Kannst du gerne tun. I wonder what this switch does. Whoops. Warum kann man das kaputt schießen einfach? Are you having fun? Oh Mann. Tut mir leid, dass ich jetzt irgendwie so wenig rede. Wow. What the hell are you doing? The support beams are all that's holding the core up in the air. I'm not gonna let you keep doing that. Time to send you somewhere else. Into your own head. Bon voyage. Oh. Oh. Imagine what will happen if this whole thing falls. Ja, jetzt ist die Frage, wie das jetzt weitergeht. Vielleicht ist ja dieses blöde Schutzschild davor. Ah, jetzt geht's. Komm, lass mich. The core is the only thing stopping her from getting here. You can't destroy it. Und ob ich das kann? Wir sehen, dass ich das kann. Well, good night. Oh. Verdammt. Verarschung. Blöder Typ. Da ist eine Tür. Puppen schon wieder. Oh, wie ich sie hasse. Oh ja, wie ich sie... Oh mein Gott, das war eine Glasscheibe. Oh Mann. Ah. Ich hasse diese Puppen. Gott, wie ich sie hasse. Ehrlich. Ganz ehrlich. No. Oh. Gott. Oh, nein, 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 nein. No. No, this can't be. Ob das sein kann. Siehst du doch. You just don't get it, do you? You think you crashed your car in front of our house by accident and ended up here? It's not a coincidence. She's using you. You're just a pawn in her. Ist mir egal. Wenigstens hilft sie mir, um die Psychopathen zu töten. So, geh kaputt. Schnell, 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 schnell. Ich hab keine Zeit für dich. Once she's done with you. Yeah, okay, just go ahead and break my shit. If you wonder why you don't have it. Es ist mir total egal, was sie mit mir macht. Would you kindly stop? Ah, scheiße. She won't be able to come here. You won't be able to stop her. Komm, ich hack dich jetzt alle tot. I want to see if she saves you from this one. Was? Fuck, das ist das Haus. Ich will zu meinem Auto. Oh. Das war aus dem ersten Teil. Sind wir jetzt vielleicht, wie wir in das Krankenhaus gekommen sind? Stand doch was davon, er ist durch die Wälder gelatscht und... Ja, wo ist es? Da! Rettungswagen.
sent you? All the way here? Don't you understand? It was an accident! Well, she can't help you now. You're too close to the core anyway. Just give up. Ich werde niemals aufgeben. You're not even helping your situation. You'll doom us both. Es ist mir total egal, was du glaubst. So, jetzt mache ich dich fertig. Diesen komischen Ball. Ist ganz egal, ob sie dann gewinnt oder du gewinnst. Ich bin wahrscheinlich sowieso tot. Ach, kommt jetzt. Einfach sterben. Bitte, danke. Wow. Es ist mir egal, du kennst sie doch. Was hast du mit ihr gemacht, dass sie so einen Hass auf dich hat? Du wirst es verdient haben, was auch immer passieren wird. Psychoarzt, falls du überhaupt ein Arzt bist. Oh. Dr. Romero. Still operative. I guess I won. Du wirst niemals gewinnen. Oh shit. Emily. Emily, my love, it worked. Wollt ihr sie wiederbeleben? I'm sorry for everything that's happened. I'm sorry for everything I had. No! No! Gott, das ist wieder die Sache mit den schwarzhaarigen Tussis in irgendwelchen Spielen und Filmen. Oh Gott. Bitteschön. Du Psychopathin. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei den Credits. Diesmal werde ich sie auch noch auf jeden Fall etwas durchlaufen lassen, falls da irgendwas am Ende kommen sollte. Also mir hat die Mod sehr, sehr gut gefallen. Es war auch, glaube ich, die erste richtige Source-Mod, die ich so gespielt habe. Deswegen habe ich jetzt auch natürlich absolut überhaupt keinen Vergleich. Also ich fand sie super toll gemacht. Wie man sieht, haben da auch viele, viele Menschen dran mitgespielt, also mitgearbeitet. Die Frau war mir jetzt deutlich sympathischer als der Mann. Auch obwohl der Mann uns in erster Linie helfen wollte und sie uns eigentlich immer zu Tode erschreckt hat. Naja, wenn man nur den ersten Teil kennt, dann hat man ja sowieso ein ganz anderes Bild von ihr. Ich finde sowohl den ersten als auch den zweiten Teil sehr, sehr gelungen. Den ersten finde ich vielleicht noch einen Tick besser, auch wenn er nur eine halbe Stunde geht, weil er gruseliger ist. Also man hat jetzt zwar auch zwischendurch, gerade bei mir so vierte, fünfte Folge, glaube ich, war das, die ich aufgenommen habe, da habe ich schon richtig, richtig Panik gehabt. Noch in der sechsten Folge mit diesen ganzen weißen Puppen, die sich mal mitgedreht haben. Da ist ja nichts passiert eigentlich, aber ich fand das unglaublich gruselig. Ach, ich weiß nicht. Ja. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen was durchgequasselt. Gucken, ob da gleich noch was kommt. Vielleicht kommt ja so eine Art Abspann noch, was passiert. Falls das sein sollte, wenn da noch irgendwas kommt, was später ist, dann werde ich im Nachhinein auf jeden Fall nochmal den anderen Savegame laden, wo man auch zu den Credits gekommen ist, indem man das Krankenhaus verlassen hat, ob da noch irgendwas kommen sollte. Wenn nicht, dann ist das gleich vorbei. Ich danke euch auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin zugesehen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ihr werdet bestimmt noch ein paar andere Spiele in nächster Zeit von mir sehen, weil ich noch ein paar im Kopf habe, die ich gerne machen möchte. Falls ihr noch Ideen habt, Vorschläge, irgendwas super Gruseliges, was ihr wollt, dass ich spiele, schreibt es einfach in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zusehen.